Dann schauen wir mal, ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Oh, eine Sache könnte ich noch machen. Was auch manchmal ein bisschen Leistung zieht, ist das Overlay. Das ist ja der Latte. Ja, moin Mo. Ich muss doch noch einmal kurz das Spiel ausmachen. Und gleich sofort wieder anmachen. Ich werde einmal nur das Overlay ausstellen. Okay. Jetzt starte ich wieder. Ja, Mo, wie geht's? Was treibst du so? Ich hatte auch damals keine Probleme und ich habe ein schlechteres System als du, sagst du, Nihilus. Ja, komisch, ne? Beim letzten Mal auch null Probleme gehabt. Alle waren am Rumfluchen, wie kacke doch das Spiel läuft. Und ich hing hier und dachte mir, oh, also ich finde, es läuft richtig super. Und jetzt auf einmal haben wir hier Probleme. Das gefällt mir nicht. Müde und fettig mit jeder Waffe solo und oh Mann. Das treibst du jetzt die ganze Zeit. Oh. Willst du das Speedruns machen, so im Sinne, immer schneller werden, oder wie ist das? My Rewards. Ah, Goodies bekommen wir. Freue mich. Ach, einfach nur schaffen, na gut. So, bitte, liebes RNGesus, gib mir viel FPS und vor allem kein Geruckel mehr. Na, uff? Was meinst du mit uff? Sag mir nicht, dass das wieder so ist. Oder noch schlimmer. Fahren wir mal ein bisschen rum, mal gucken. Wird nicht negativ sein, aber ja, oh Mann. Fahren wir mal los, mal gucken. Vielleicht bessert sich das ja. Bei mir läuft es super weich gerade, ne? Do you have the manifest from the transport? Of course I do. But the fixer didn't give you the job deeds. He did. Dieser Bremsweg, ne? Holy fuck. Listen, friend. We're both professionals, ain't we? Zumindest kann man gut driften. Hey, you, sure you've moved contraband before? Why? Are you nervous? Me? Maybe a little. Also finde ich halt merkwürdig, dass es bei mir auf dem Monitor absolut super weich läuft. Und bei euch kommt aber ein Geruckel an, so durch den Stream. Gucken wir einmal kurz hier, wie sehr mein Rechner ausgelastet ist. Ob es an mir oder an euch liegt. Ist gar nicht so ausgelastet, also fast gar nicht. Der CPU ein bisschen mehr. Aber ansonsten. Nicht genug Upload Speed? Doch. Und das ist das Ding. Es ist auf 5000 Upload Rate. Und er hat es konstant. Ich streame über die Krake. Natürlich. Please direct your vehicle to the inspection area. Remain in your vehicle.
The security check will begin shortly. Okay, Leute. I got a real bad feeling about this. You know they'll notice if you're nervous, right? You have got to calm down. Right, right, yeah. Hand me the manifest. They'll need to see it. Grab these. Let me see. Ah, it's marked LOA. Perfect. What's that mean? Lost on arrival. Means the cargo was flagged as to be lost as soon as it crossed the border. Whoa. So they know we're smuggling. Well, they're about to find out. Uh-oh. The owner of the vehicle in the inspection area will report for further questioning. Na toll. Chingada madre. What now? Relax. It's all in line with procedures. It's all part of the plan. I guess you know what you're doing, huh? Man, das finde ich interessant hier, dass die Untertitel auf einmal wieder auf Englisch sind, obwohl ich sie eben auf Deutsch gestellt habe. If we want the customs officer to turn a blind eye to our dubious docs, we'll need a sweetener. Do you have the credit chip with the bribe? Oh, yeah. Forgot about that. Right. You forgot. Das müssen wir erstmal wen bestechen, damit wir hier heil rauskommen. Keep the engine running, in case of a cock-up. Aim assist auf. Was ist das bei Sound? Der Fug? Oder kann ich das noch im Hauptmenü umstellen? Bin ich bescheuert? Eigentlich müsste es ja bei Sound ist es meistens. Detection, Cinematic, Background Opacity, nichts dabei, okay. Muss ich jetzt echt im Hauptmenü umstellen. Skip by Line, Tutorials on. Bei mir haben damals die Dialoge nicht mehr getriggert und somit durfte ich den Spielstand löschen. Da sind Untertitel das kleinste Übel, oh mein Gott. Also konntest du im Grunde keine Quests mehr machen, ja? Also ich verstehe halt nicht, was ich jetzt noch umändern könnte. Ich meine, Raytracing habe ich jetzt einmal mit dazu gemacht. Ich wüsste halt nicht, was ich hier dran ändern sollte. Weil bei mir läuft es ja super. Nur, dass es im Stream dann nicht so gut rüberkommt. Das ist halt echt komisch. Language. Tatsächlich, ich muss es hier umstellen. Die Option hatte ich eben nicht. Gut. Doch, aber die Finish-Dialoge haben einfach gefehlt und somit nicht als abgeschlossen gezählt und Folgequests nicht getriggert. Also richtig gebrickt. Okay. Ob ich mir schon den Weg freischießen muss? Ich hab keine Waffe, oder? Fuck. Okay. Oh, so ein Revolver. Now please report to room number two. Ja, moin. Please sit.
Oha, seine Augen. Ich bin friendly, ja. Ihre Zeichen ist es Routine, ich kenne den Ablauf. Wir tun so, als wären wir von nichts wissen. Ist das Routine? It might be. We'll see. What are you transporting? Keine Ahnung. It's all in there. Everything? If anything's wrong, just say so. I'm sure we can figure it out. I haven't said anything yet. The question is, should I expect to find anything out of order? Wir schmieren ihn erstmal. Mal gucken. There's one additional enclosure to the manifest. Ah, yes. Remind me. You drive for which Nomad Clan? Boah, ich gehöre zu keinem, oder es geht ihn eigentlich nichts an, ne? Aber eigentlich müssen wir nett zu ihm sein, damit wir ihn noch schmieren können. None. No clan. I drive for myself. Bold. And none too wise. You know, whenever I see someone like you, I'm oh so grateful not to be on that side of the table. The feeling's mutual. Go on now. Your associate's waiting for you in the car. Ja, easy. Tja, das war ja... Don't forget to take your personal items. Jo. Das war ja einfach. Gib mir meine Waffe wieder. Be careful with that toy. And welcome to Night City. Those little shits imagine Night City is some kind of paradise. What can you do? Young, naive... Which is just a euphemism for ignorant. Wow. Hat mich gerade ignorant genannt? Wie mies. Oh mein Gott. Was sind das bitte für Miniguns da drauf? Was ist mein Auto? Ah, da ist es. What happened in there? I'll tell you soon. We need to get out of here. Yeah, okay. Eigentlich will ich erfahren. Ey. Kennst du das Spiel denn so vom System her? Also ich hab's beim Release einmal angefangen zu spielen, aber halt dann wieder ausgemacht. Warte, hatte mich im Visier, ich hab da so ein Gefühl. Ja. Also ein bisschen was habe ich ja schon gespielt. Oder was meinst du genau vom System her? Someone's coming our way. This does not look good. Stop your vehicle immediately. Let's get out of here. On it. You are transporting contraband that is corporate property. Gib Gas. I repeat, stop the car. Wir haben auf den Typen geschmiert und trotzdem warten wir auf uns. Yeah. Drop an alt, hold the weapon, alt, as a person drawing a weapon, allows you to lean out the window. Ah ja, equipped off a range weapon shoot. Okay. Yeah! Frick, boys. Okay, man muss auch treffen. Oh, ich hasse Kim und Korn, ne? Na komm. Ich muss Kim und Korn benutzen, okay. Oh, Jesus. Ich glaube beim letzten Mal in der Stadt, also ich habe das letzte Mal in der Stadt... Oh Gott, halt den Magen still! Das letzte Mal habe ich in der Stadt angefangen und da war genau so eine Szene. Wie ist der denn nicht tot? Ah, okay, geht doch. Und dort... Ich habe auch Probleme, diese Leute hier abzuknallen. Mann, ich habe ihm eigentlich voll den Headshot verpasst und er geht nicht drauf. Gott, die Sensitivity ist auch komisch. Ach, ihr seid immer noch da, oh Gott. was ist so vorzuspielen? Achso, eigentlich mit Waffen habe ich vorzuspielen, erstmal. Es gibt auch Close Combat, zum Beispiel. Ach, okay, einfach auf die Waage schießen, okay.
also Waffen erstmal spielen und dann nochmal vielleicht einen Run mit Melee-Waffen zu machen. Oder mit Hacken. Eins von beiden. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Melee-Waffen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Keep driving. We can't stop here. Was hast du denn da gespielt, Nihilus? Place looks deserted. Gonna stop here. Need to sort out a few things before we go on. Hacks sind super OP, okay. Ganz ruhig nicht herumschreien. I almost tagged our asses. That what you call smuggling? Er meckert mich dafür an. We're supposed to go smooth. No problems. Genau. Denkst du, das ist meine Schuld? You think this is my fault? At least have the balls to say so. I don't know yet. Is it? Border security tipped off the corporation that we have their cargo. What's the deal with these borderlies flipping us the finger as they fucking please? With no consequences. He took a risk. He assumed we didn't have a clan backing us. And he was right. Pendejo. Bezahlst du mich für den Transport? Kann ich das selber? Ja, genau. We've crossed the border. Now you pay me, and we go our separate ways. Gib mir mein Geld. I ain't gonna lie. I'm a bit light. I can't pay you now. Wow. I have something for you once I collect my scrap for this corporal crap we're carrying. Oh, and you just figured I would sit by patiently? Actually, I wasn't gonna pay you at all. Just gonna bust ass and disappear as soon as we crossed over, but you're all right. Na, eigentlich hat mich ziemlich reingelegt. Ja, doch, hat mich reingelegt. Oh, well, apologies for offending the spotless moral code of a smuggler. So what's next? Now we take a peek inside. Oh ja. Würde auch mal gerne wissen, was wir da eigentlich geschmuggelt haben. Open it. Ja. Oh shit. Says Arasaka on the crate. We are robbing some heavy hitters. And maybe we'll make some heavy money. Was ist das? Oh, Mamis, a real iguana. The lesser Antillean, I think. Ich sollte den verkaufen, echt mal. Think you can make some money on it? Sure. Think it'll make us happy. Us? Yeah, partner. We'll go halfsies. Any decent fixer will find a loaded gonk interested in a rare gem like this. It's kind of a shame, though. I always wanted a pet. Got the name Manny all thought out. Manny. Hey, by the way, you got any plans for what you'll be doing in Night City? Warum fragst du? Why do you ask? Because I got this feeling you got a lot of time and nothing to spend it on. And NC ain't a city that lets you get by without buddies. But don't you worry. Let me help you find digs. You gotta live somewhere. It's important to have people you can turn to. You know, like family. Maybe you'll find your own down in Night City. Er nennt es schon Familie. Das ist nicht gut. Aber ich nehm's Thanks, an. Much appreciated. Hey, come on. It's nothing. We got chemistry, you and me. Be a crying shame to waste it. Partner. Hey. Aww. Ah, guck mal. Cuddly little fucker. You know what, Jackie? You're not all bad yourself. Oh, good boy. You don't mean that, chica. Okay, partner. Time to grab the lizard and scurry out of here. Faucht ihn an. Also Hacker sind OP, sagst du. Ja, hatte ich nicht so vor, als erstes zu spielen. Erstmal wollte ich ein bisschen rumballern. You might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Ich bin nicht mehr so sicher, was meine Frise angeht, aber es geht eigentlich. But only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan Blackhand and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long.
faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. What the fuck? War da nur ein bisschen tanzen und nehmen uns erstmal aufs Korn? Boah, anscheinend kommen wir ganz schön rum mit ihm. Okay. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to brush up on your dance moves. Ah ja, das Tutorial, das war bei mir das letzte Mal verbuggt. Das weiß ich noch, ich mach das einmal. Why the hell not? Das war das letzte Mal mir verbuggt, weil ich sollte irgendwas machen und der Shortcut funktionierte nicht. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. I will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Because at Militech... Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, station one, you maggot! Move, move, move! Hope you're... Come on, basics, okay. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Ach was, also Hacker ist da so sehr OP, dass du direkt erstmal alle ausschalten kannst. Alter Falter. Ich hatte mir schon gedacht, dass Leute sich bestimmt irgendwelche Skillungen zusammenreiben, die dann extrem stark sind. Aber so stark, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Say we crank it up a notch. Null, daneben. Not bad. But it's more realistic. Quit standing around and take cover. Proceed to crouch. Okay. Doch nicht zum Beispiel, dass meine Shortcuts nicht richtig angezeigt werden, ne? Use a reanimator to patch yourself up. X auf X ist Heilung, okay. Head to the training area when you're good to go. Oh, look, brought some chooms with it this time. You know what to do. Was? Der ist nicht tot? Ah, ich... Das mochte ich noch nie, wenn sich Leute hinter sowas verstecken. What the fuck? Oh, okay, easy. Framework, V. Stand on the platform and we'll move on. Hacking's the next item on the menu. Might notice I tweaked... Okay. Erstmal ein bisschen hacken. So, hold tab to activate your scanner. Okay, Job related. Okay, das sind die. Self-explosive, malfunction overload, scan highlights, object of interest. Okay. Jetzt haben wir da noch eine Kamera. Ich habe actual highlight in green. It's useful in other ways. Okay.
This training module will teach you how to apply technological tools to work a little hack magic on the screen to distract the guard. Ping distract enemy. Pings the target's network to reveal all people and devices connected to it. Aus Versehen Spring gedrückt. List and okay, execute F. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas dran hängt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes. No worries. Try again. Ah, okay, durfte nicht. Ich sollte direkt ihn ablenken. Ich verstehe. We'll hack magic on the screen to distract the guard. Corpo trash. Style over substance. Good. Now take him out quietly. All right, all yours. Take him out. Kill, non-lethal. Okay. Never smart to leave behind any trace of your handiwork. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Wir können halt Dead Bodies, alles klar. Drop E. Ah, F Dump. Okay, nein. Oh Gott. F. Okay, gut. Okay. Now try to take him down in one slick move. A kill and hide oder takedown and hide, okay. Think you're ready to try hacking some gonks in real time? Have fun! Quick kicking, allows you to hold up the camera, then aim at the camera. Okay. What fans quick kicks are you to use? Ah, ich kann also in der Kamera auch nochmal scannen. Nach anderen Sachen. Breach Control? Oh fuck, what? Is he required to upload? Von 5 BD, von 5. Hallo? Achso. Okay, erstmal C. Ich muss die echt einfach nur auswählen. Mehr nicht. Now, detonate the grenade. Ich hätte gedacht, dass das jetzt mal so rauf und runter läuft und ich muss so ein Quicktime-Event im Grunde machen, ne? Detonate Grenade. Oh. Ja, get wrecked, son. Er ist so ein bisschen verspätet umgefallen. See? Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Or you finish up, Delta out now. But remember, the street's not gonna give you any hints or second chances. Machen wir nochmal schnell die hier. Ich glaube, bei dem, genau hier, daran erinnere ich mich. Hier funktionierte mein Shortcut nicht. Ich würde jetzt gerne aim at your chosen target and press V. Ich glaube, exakt das war es. Exakt das hätte bei mir auch nicht funktioniert. Drück V und es passiert nämlich nichts. Ah, oh, okay. Vielleicht habe ich auch einfach nur auf den falschen gezielt, ne? Aether is a continual levels of attention level. Okay. Und ich muss es in die Mitte schaffen. Okay.
Find cover. Quick. Nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight. Der da sieht mich doch, wenn ich hier lang gehe. Oder komme ich da einfach... Naja. Ich meine, es wird sich auffüllen. Aber mal gucken, ob ich es durchschaffe. Okay. Nochmal. Was können wir ihn hier auseinandernehmen? Oh. Da kommt doch nicht etwa her, ne? Shit. Lass mich schnell zum Exit. Nova, well done. On to the next area. Easy. I keep an eye out for security systems such as turrets and so on. Okay. Now the same thing, only with the camera. Ah, okay, die Kamera kann mich also sehen. Nice work today. Just all right. Some advanced combat techniques for dessert. Then we wrap this party up. Kann ja mal einen Hacker-Run schicken von YouTube. Das ist zwar nicht so gut geskillt, aber reicht. Ah nee, also sowas würde ich mir erst nachdem ich das einmal durch habe angucken. Weil wegen Spoilern und so, ne? Könntest du ihn ins Discord reintun und dann schaue ich mir mal später an. Also, wenn das einmal durch ist. Ah, Block. Ach ja, das war das hier. Okay. Crap. Ach ja. Ist ja much high level. Oh, Mark with the Skull. Okay. Okay, that'll do. Now maybe we find someone closer to your weight class. Oh, three times. Okay. For a fast attack combo press while the previous fast attack is being also spam. Oh wow, er ist ausgewichen. Hold, okay, Charge Attack. Ups. If I think you're anywhere drain your stamina, first attack so different. Okay. Let's bump things up from easy to normal. This next fool can block your attacks. Okay, wenn sie blocken, starke Attacke machen. Jetzt euch blocken. Oh, what the fuck? Alter Falter. Zwei starke Attacken blocken. Na komm. Mach die zweite starke Attacke. Geh doch. Counter. To block just before. Okay. Einfach mal parieren, ne? Get in there and land a counterpunch. Just parry it, bro. To dodge in any direction. I like that. V, wanna see this fool punch in air next? Don't let him land anything. Okay, easy. Defeat the enemy.
You've done well in mastering the way of the Force. Er liegt direkt auf dem Boden. I can teach you no more. Easy. Move on to melee weapons. Shiva, moin moin. Hey, wie geht's? Sind nur Kill-Videos mit Skillbaum. Ja, würde ich mal trotzdem erst lieber später angucken. Wie kommt jetzt langsam hier? Okay. Oh, ich hatte doch rechtzeitig geblockt. Oh, er gibt einfach mal mit seinen Stromattacken. Aber so die Konterattacke. Good. Now show me what you've learned. Wie? You are good with a range of weapons and a cyber deck. You will face a mix of enemies too. Okay. Deckung. Das war. Und so viele Headshots. Und der stirbt einfach nicht. Traitor aim. Okay. Good stuff. Looks like you're cruising already. Hop on the platform. Okay. GG. Easy. Ich meine, war auch das Tutorial, ne? Ich muss sagen, so vom Aiming her, es fühlt sich so ein bisschen schwammig an. Aber da komme ich rein. Ich muss das nur oft genug spielen. Viel genug spielen und dann geht das schon. Now we can get down to biz. Wukako give you any tips and tricks. Spiel ich auch gerne wieder. Cyberpunk. Just do what I ist auch gerne dabei. It's easy work. Wäre cool, wenn es einen Koop-Modus geben würde, ne? Ich meinte, meinten Sie nicht, dass es irgendwie ein Jahr später oder so Koop-Modus geben soll? Dass man zusammen in der City unterwegs sein kann. Elevator, this way. Warte, da gehen wir gleich rein. Hier muss es doch irgendeinen Loot geben. Mal gucken, das ist schon direkt was. Handcuffs. Aha. Ist das? Parfüm. Okay. Huch. Bei sowas muss man immer erstmal gucken, ob es nicht irgendwo, guck mal, noch Loot gibt. Oh. Oh. Kann ich nicht aufheben. Vorher fixen sie aber das Game. Ja, das Ding ist, eigentlich hatte ich gehofft, dass der Patch jetzt schon draußen ist. Das soll ja diesen Monat, Mitte diesen Monat soll es einen Patch geben. Einen ziemlich großen Patch, der sich halt verzögert hat wegen den Leaks und so. Und der hätte eigentlich schon draußen sein sollen. Oh, da. Crystal Cleaner. Also auf den hatte ich eigentlich gehofft, dass er schon da ist, dass es noch ein bisschen besser läuft. Und so. Und ja. Ist es denn jetzt immer noch so am Ruckeln? Oder geht das jetzt ein bisschen besser? Das ärgert mich halt am meisten, dass es jetzt ruckelt, ne? Also im Stream zumindest. Bei mir nicht so. T-Bug. Targets Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Okay, sie wird uns wahrscheinlich immer über irgendwelche Missionen berichten. Calm the hell down, both of you. Almost there. Vollkommen auch noch ein paar zusätzliche Addons raus, bevor der Koop kommt. Ach was. Ja gut. Wenn es also wäre natürlich schön, wenn es jetzt schon Koop geben würde. Aber wenn es ihn dann halt nachher gibt, dann ist auch okay. Was es später nach den Addons und so gibt. Erstmal alles einsacken. Looking for 1237. Targets should be inside, but I got zero eyes on her biomod. Fingers crossed, it's not too late. Hun is. Oh, I hate this life or death shit. Hurry.
back in the door. Think you can trip it on your own, V? So. Aber kurz gucken, was es hier hinten noch so gibt. Irgendwie, ich kann nicht einfach in den nächsten Raum reingehen. Ich muss immer erstmal gucken, was es hier noch gibt, wo noch irgendwo was rumliegt. Auch irgendein versteckter Loot oder so. Flashlight wäre jetzt ganz cool. Ich sehe hier hinten gerade gar nichts. Oh, was war das? Oh, da. Open locked. Okay, anzeigen tut er mir da aber nicht wirklich was. Ganz schön düster. Mitte im März, auf den warte ich auch und dann nochmal schauen, was geht. Ne, ist gut jetzt. Okay, das ist schön. Also sind echt schon viele Bugs raus. Ja, sie haben ja auch schon einen Patch rausgebracht, der ja schon einiges gefixt hat, aber es soll nochmal einen richtigen großen Patch jetzt bald geben. Low Profile und er stampft hier durch die Bude. Halt, stopp, lauf doch nicht vor. Ich muss looten. Lass mal ein bisschen Money. Oh fuck. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky girl. Let's keep looking. Yep, let's keep looking for some more loot. Okay, da komme ich nicht durch. Oh. Emergency on demand readable. Hm. Eine Schade. Mal gucken, was da so drin steht. How did that happen when and why did we as a society decide that human life is a commodity and luxury? Oh my god. Yep, nein. Eigentlich bin ich immer für Lore zu haben, aber ich muss nicht alles lesen. Kann ich sie auch hacken? Critical Cyberware Missing. Flatline. Okay. Sie ist dead. Okay, die Tür kann ich nicht hacken. Nicht vorher gestört haben, zum Beispiel am Anfang sind die Leute immer durch mich gerannt, als wäre ich ein Geist. Oh wow. Crap. Was war's dann? F ist, nee, R ist für Takedown und Hide Body. Yip, yip. Geh mal nicht zu weit vor, damit ich kurz gucken kann, ob hier irgendwas liegt. Was ist das? Nice. Er läuft einfach weiter. Tank. Ah, Crip. Ah, sein Dingsel habe ich mir jetzt gekrallt. Bounce back Unity. Egal.
Oh, eine Knarre bekommen, nice. Drüber liegt die Loot rum, oh mein Gott. Das sieht mich doch nicht etwa. Wie konnte der mich denn sehen? Ich war doch hinter diesem Ding da. Okay, mal gucken. Was können wir hier zacken? Was ist das da hinten? Distract Enemies. Sollte er da hinten hoffentlich dahin gehen. Und dann kann ich mit denen nach rechts von nehmen, da müsste auch noch irgendwo einer stehen. Na, laut der Minimap. Ist anscheinend nichts passiert. Okay, das ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Short Circuit. Oh, jetzt geht sein Kollege zu ihm. Und der bewegt sich weiter vorne laut Minimap. Oh, er sieht doch nicht etwa meinen Kollegen, oder? Oh, oh. Ignoriert ihn etwa? Hast du gesehen? Punkt, 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 Fragezeichen. Ah, shit, sie haben den. Ein Körper da gefunden, den habe ich nicht weggebracht. Komm, dreh dich nochmal um. Letztes umgedreht. Shit. Oh, okay. Er hat ihn da auf einmal. Huh. Ich hätte hier den Körper wegbringen müssen. Weil ich das nicht gemacht habe, haben sie ihn dann gefunden. Erstmal alles rauslooten. Was haben wir denn da? Oh ja. Okay. Da waren gerade Schuhe dabei. Wie? Ich bin. Bin denn da so gut versteckt? Der sieht mich. Distract Enemy. Was ja ziemlich dumm war, weil er war gerade umgedreht. Jetzt guckt er hier voll in die Richtung. Ich hatte gehofft, der geht da noch ein bisschen weiter hin. Oh, tut er auch. Okay, nice. Just don't see any movement on the sensors. Looks like you got them. You're clear to go. Shit, where the hell's our target? Look around. Gotta be there somewhere. Okay. Aber nochmal kurz gucken, ob es hier irgendwo Loot gibt. Loot, Loot, Loot. Hier. Und komm, ein Item. Hier nehmen wir. Da ist auch noch was. Oh, da ist auch noch was. So viel Heilung. Ach, was hier hinten hätte ich auch einfach lang gehen können. Ich muss ihn erst einmal kurz mal. Oha! Was ist das? Kleiner Texturfehler.
Jesus fucking Christ. Oh my God, he dead. Oder she dead. I got a stomach of steel, but this, oh, this, I wasn't made for this shit, you know. Chop shops, what they do to people. Erinnert mich an so Filme, wo die Leute in einem Eisbad aufwachen und ihre Niere entfernt wurden. More jobs like this. Te lo juro por mi madre. We get it together. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? Das sieht nicht so aus. V, jack into our biomon. Need to know what we're dealing with. This does not look She's good. She's in a tub of ice, crammed in with another. Fuck. Like slabs of meat. Keep it together, V. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. Heard people who live through shit like this get panic attacks. Without ever knowing why. You'll be sipping a glass of ice cold water, and suddenly your hand's shaking. V, jack into her biomon. We need to know what we're dealing with. Jacking in. Oh, verbinden wir uns mal. Dass das da so aus dem Handgelenk rauskommen muss, das Kabel, ne? Das, oh. Sandra Dorsey, irgendwie zieht sich da bei mir alles zusammen. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon. Firmware reconfig or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neuroport. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Okay, ziehen wir mal das Ding raus. Removing now. Check the biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ach, hat wohl eine Krankenkasse. Let's get her off that ice. Oh, Brigitte. Jack, look sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Locked and ready, V. Do your thing. Oh, fuck! She's flatlining. V. Need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Catch, Chica! Hat die Dinger, von denen ich massenweise schon gelootet habe, müssen wir jetzt einen von ihm bekommen. I think... Oh shit, it worked! Fuera, Chica! Get her outside! Scav rat. Wie ich vorher verstört haben, zum Beispiel am Anfang sind die Leute immer durch mich gerannt. Achso, ja, es hat wir... Weißt du, ich mache auch meistens das Tödliche, aber die bewegen sich trotzdem am Boden, noch als wären sie nur betäubt. Ja, guter Bug. Bei mir war die Nacht, ich wollte das... Nackt! Ach's was! Warst du wirklich nackt bei dir? Auch der Typ vielleicht? Ja, ja, ich muss natürlich hier entschärfte Version einstellen. Ich find's aber auch interessant, wie... Also man sieht an dem BH und dann der Unterwäsche, wie das, das ist wie raufgemalt. Also es sieht besser aus als raufgemalt, aber es ist sehr nah dran. Weißt du, da ist nicht wirklich, als wenn man Kleidung an hätte. So als wenn es im Nachhinein gemacht wurde, weißt du? So dass der Körper eigentlich nackt war und dann so, okay, wir malen jetzt mal hier kurz mit Bodypaint, so gesagt, ein BH und ein Unterwäsche drauf. Auch gerade beim Aufheben hat man das sehr stark gesehen. Friendly. Der blockt mich. Okay, Leute, ganz ruhig. Place the patient on the ground. Ich weiß nicht, wie ich sie. Ah, jetzt. Five
Ich hab alles, also was ich ganz nackig da. Da kickt er mich erstmal hier so zurück. Was zum Geier? Oh shit! Oh shit! Wäre ich nach vorne gegangen bin anscheinend. Ich meine, sie haben es mir gesagt. Bleib zurück. Hättest gehorchen sollen, sagt er ja. Schon der Fallout Order, Sepp. Ich meine, sie haben gesagt, bleib zurück und ich bin einfach näher gekommen. Wie sieht es hier eigentlich aus? Kann ich hier runterfallen? Oh, okay. Okay. Oh, sie hier drüben erinnert mich ein bisschen an, oh mein Gott, Ghost in the Shell, Hauptcharakter, Major, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Hier steht ja noch rechts, Defeat the Scavenger Leader. Und ich glaube, irgendwie er ist das. Und ich weiß nicht, ob ich ihn gerade gekillt habe oder betäubt habe. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Okay, er ist auf jeden Fall tot, aber es wird nicht als tot angezeigt, also rechts, dass ich ihn besiegt hätte. Okay, ja, ja, ich komme ja schon. Gib ihm eine, die Sau-Nackenschelle, ja, ja. Respekt, Chad, erstmal. Links und rechts. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Hat er sich gerade durch die Tür teleportiert? Oh, almost forgot. She'll get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Wako Okada. V, how did it go? Our client is alive and well. Ja, einigermaßen, ne? Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. Na, erstmal Hayabubu machen. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD is gonna put Watson on lockdown. I'm gonna sleep in my own bed tonight. We better put it in fifth. Leave it to me, Chica. I'm driving. Ach, ich will eigentlich fahren. Vor die Junkie-Bude hier. Na gut, dann fährst halt du ausnahmsweise. Sagen, es sieht echt schon gut aus, ne? Auch wenn Raytracing jetzt nicht so komplett hochgeschraubt ist. Just bigger. No, Chica. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. Man, I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh shit, you're right. Is it just me or... Oh, you could know it. Man on their ass, tailing us. Hello. I don't like this thing. No. Not one tiny bit. Stop! Hijo de puta! Weißt du, er sagt so, oh, ich glaube hinter uns sind Gegner. Oder hinter uns der Van. Oh fuck. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der Van, Heilung? Okay. Der Van hinter uns verfolgt uns. Ich drehe mich um, kein Van, und auf einmal ist er vorne.
gespannt, was ich hier mache. Chingado! Ja, bye bye. Das war eine ganz schöne Explosion dafür, dass sie so langsam gefahren sind. Sorry, V. It's okay. I can wait. Let's just focus on getting home. Riecht hier aber auch vor sich hin, ne? Kann man ein bisschen Gas geben. Voll der Mecha da links. Ob man den auch benutzen kann irgendwann? Watts has been locked down to further notice. Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? Heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Verdammt. Let them through. But they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, Officer, ma'am. Officer, ma'am. Ja, du bist nach Hause zu unserem Mädel. Ob er wirklich mit einer zusammen ist? Kannst ja richtig nett sein. Die mochte dich echt. Ja. She took a liking to you. The devotion I demonstrated grabbed her by the gut. Right. I'm loyal, stable in my affections. Mm-hmm. And unassuming. You get it. Und bescheiden ist auch noch hip. Sehr bescheidener Typ. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Die kommen einfach runter und vernichten sie. Execution. Well, show's over. Poor bastards. But they had it coming. Da hätten sie mal den einen Typen dann nicht ausgeraubt oder das Auto da, ne? Press F to skip the ride. Ah, ne. Hier will ich jetzt nicht skippen, aber später werde ich bestimmt öfter mal skippen. Im Grunde wie in GTA, wo man immer mit einem Taxi von A nach B gefahren ist. Erst hat man die Fahrt noch mitgemacht, weil es so toll aussah, nachher hat man immer nur noch geskippt. Oh, wide open. Okay. Wir driften hier erstmal hoch mit 5 km/h. Okay. Ist das nicht mein Auto? Okay. Ich glaube, das gab mit meinem Auto davon geheizt. Oh, Werbung. Überall immer Werbung. All night, every night. Okay. Just a close of taste. Ja, das sieht ein bisschen creepy aus. Nikola. Ah, okay. Es ist eine Cola mit. Okay. Okay. Mädel. Hä? Bin ich hier nicht richtig? Good evening,
a bug? Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deets. Ein Netrunner, also ein Hacker. Das macht den Niles ja auch. Was wenn man als Hacker ist, wenn man ein Netrunner ist. Which promotes the use of cybernetic implants. I love treating you, beautiful. Can't complain, Ziggy. Thanks for having me. God protects the protected. It blows. Okay. Taste of love. Nicola. Oh mein Gott, ich kann das kaufen. Drink. Das habe ich gar nicht geguckt, was da dran stand. Applies the hydration status, which increases max stamina by 10% and regen by 50% per second. Ach was. Das ist mein Buffzeug hier. Weiß gerade nicht, wie viel Kohle habe ich denn? Steht mir nicht, ist okay. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. So, gonna have a word with the super. Oh yeah. Kann die Tür erstmal nicht auf? Ah ja, das ist mein Apartment. Check your weapon stash. Ooh. Oh, das ist hoffentlich nicht Pre-Order-Zeug oder sowas. Weil sowas benutze ich sehr, sehr ungern. Oh, wow. The system for storing equipment can be accessed from other weapons. Okay, also mein Car-Trunk, mein Kofferraum im Auto, da schmeiße ich ihm alles rein und dann kann ich das hier auch wieder auswählen. Das sieht nach Schwertern aus. Pistolen. Wow, das, keine Ahnung. Assault Rifle, Shotgun. Nochmal Pistole. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Das ist mein Inventar, das ist mein Storage. Black Unicorn. Oh, das sieht mir nach, ja. Das sieht mir nach Zeug aus. Vom Pre-Order oder als DLC oder sowas. Shotgun habe ich dabei. Assault Rifle, Pistol, das ist schon mal gut. Wie viel Schaden macht die Pistole? 55 DPS. Bullets can ricochet off surfaces. Also Kugeln können auch so von den Wänden abprallen. Okay. Hat jetzt schon mal mehr. Ah ne, die Equipped hat mehr. Equipped hat immer noch mehr und immer noch mehr. Ah, hier ist der Headshot Multiplier, aber höher. Bei einem Revolver. Okay, Transfer. Shoddy lieber noch dabei haben, ne? Das ist voll die Billy-Cola, die ich da mir gegeben habe, die Nicola. Aber ich fand den Namen so gut. Das ist ein gutes Marketing. Meine Klamotten sind kein Pre-Order-Zeug im Schrank. Das sind scheiß Klamotten, kannst du gut durchgucken. Okay. Also echt jetzt? Das lassen wir mal auf. Aber sie haben halt auch Armor drauf, ne? Aber weniger als das, was ich anhab. Baseball Cap. Jacke. Camo Shoulder Straps, okay. Okay, das ist halt das jetzt schlechter, was noch drin ist. Mal gucken. Ich glaube, hier gab es einen Spiegel, oder? In den Spiegel schauen. Da können wir jetzt ja mal sagen, ich sehe das nämlich nicht mehr in der Vorschau, ob es immer noch verbuggt ist. Oh mein Gott, was ist das? Lightning völlig, völlig verkackt. Oh mein Gott. Nehmen wir erstmal eine Dusche. Wir duschen einfach wie bei das fünfte Element.
wenn die Polizei zu ihren Apartments kommt und sie sich alle an die Wand stellen sollen. So duschen wir einfach mal. Hände an die Wand und duschen. Oh, was war das? Bounce back, take. Komm, so eine kleine Mieze. Okay, gucken wir nochmal in den Spiegel. Gucken, ob das Licht immer noch so verbuggt ist. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Kamera ist auch oben eingebaut für deine Dusche. Wie? Ist auch oben eingebaut für deine Dusche. Wie das denn eine Kamera? Erstmal einfach alles mit. Ach so. Mann, Joker, okay, verstehe. 3 neue Nachrichten. Attention, Mega Mason Lottery, okay. Scam Alert, das kann man nur noch klicken und Animals. Mhm. While we're detected, there has been attacked by 3 demons. So, system detected 2 attempts to obtain your personal data. Your neural processor. Immediate action. Click the scan now button. 5 instance hat nicht operation. They suffer. Okay, wir kriegen erstmal massenweise Scam. Guide. Must see places used for links. Okay, zurück. Mal zur Polizei, News. Okay, das kann man sich später angucken. Vielleicht wird es ja später nochmal relevant, da irgendwie Nachforschung zu betreiben oder so. Mal looten wir erstmal unser Apartment. Ach, turn off. Oh ja, die Stille. Karten. Oh. Fernsehen. Ich muss sagen, ich habe in GTA 5 saß ich öfter mal im Apartment und habe die ganzen Animes angeschaut, die da im Fernsehen liefen. Waren gar nicht mal so schlecht, waren ganz lustige Sachen dabei. Ja, what up? Ach, das ist der News-Kanal, ne? Das war eben auch im Internet. Okay, sie nehmen erstmal Geiseln. Benutze sie erstmal als Human Meat Shield. Oha, sie wehrt sich. Oh, holy shit! Holy shit! Alter Falter, sie hat den einen erstmal geköpft, den anderen die Beine abgehauen und den Arm. Alter Falter. Es hat so ein Schwert in den Arm eingebaut. So hart für deinen Kanal, da wirst du gleich einkleben drauf kriegen. Ah. Nee, das war schon nicht so hart. Hat er fast nichts erkannt, ne? Ja, das würde mich jetzt interessieren, aber ob das Spiel, wenn du Schwerter benutzt, ob du das auch mit den Gegnern machen kannst. Also ob das so brutal ist oder nicht. Ew! Was ist er für einer? Galiente. Oh shit. Ja, er besteht. Einfach seine Achselhöhlen bestehen nur aus Muskeln.
Deine Fernbedienung schreibt nicht alles, was ich sage. Jojo, ich weiß. Das dachte ich mir schon mal einkleben. Da wusste ich jetzt auch nicht genau, was du meinst. Da dachte ich mir schon, dass das die Fernbedienung ist. Genau wie vorher, da hat es auch was gesagt. Und dann hat er da auch was anderes rausgehauen. Grüße, Hexe Adiena. Moin moin. Wie geht's denn so? Real Water. 99 Euronen kostet das, oder wie? 99 Euronen für ein bisschen Wasser. Oder hieß das Cent? Okay, Shoddy. Gut, genug ferngesehen. Ich glaube, wir sollten ins Bett gehen. Das Sofa quietscht mal ordentlich. Hab ich gesehen, dass ich hier noch irgendwas looten kann? New Release Brain Dances. Readable. Okay, Hayabubu. Da, wie liegt sie denn da drauf? Die eine Hälfte vom Körper nach draußen, außerhalb des Bettes. Ja, genau so. Ich hätte sie nicht mehr umgezogen. So, mal gucken, ob der Spiegel immer noch verbuggt ist. Bitte sei. Jetzt kann ich ihn nicht benutzen, muss ich erstmal antworten. Oh shit. Get your beauty sleep? No matter. Time you got up. I think I might have caught something. When I jacked into that Corpo's Biomon. Then on neurovirus or. I need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling and my stomach churning. Okay, let me take you. I brought you a ride. Throw in some threads, meet me downstairs. Und, ja, ich glaube, das Licht ist immer noch verbuggt. Oh ne, es ist schon besser als vorher, würde ich mal sagen. Okay, das war Lächeln. Ja gut, also das Licht hier ist immer noch verbuggt. Gucken, vielleicht beim nächsten Mal. Da wird es vielleicht nochmal aussehen. Ja, guck mal, die Tür ist offen. Why don't you fuck off, okay? Hey V, Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How did you find me? Loot. How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Later. Open up! We got a call! We're here to help! Danger lurks. We know you're in there! Our team will be there. Sign up for our platinum plan today. Kann ich mit euch reden? Something ain't right. Oh, okay. Yeah, now get the hell out of here. I'm about to fuck up. Okay. Nur weil ich ein bisschen zu nah gekommen bin, sind sie jetzt mad? Wow. Such as theft or attacking civilians will result in the CPD placing a bounty on you. Police will send a patrol to the crime scene at the strength of the response. Police move away from the crime scene. And lay low for a while. Okay. I'm a fucking wife, you. Dann friendly, Leute. Friendly. She's fucking crazy. Come on. Oh, no. Hey, yo, V. How about a round or two? Was, die verfolgen mich immer noch. You started it. Als wenn das wüsste, dass ich hier bin. Oh mein Gott! Oh! Shit, das ist eine Sackgasse. Muss ich die jetzt etwa erledigen? Und mich dann verstecken, oder? Oder wie? Abgehängt. Oh shit, da vorne ist der andere. Ach, jetzt hat er mich gesehen. Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaube.
Ich muss nur auf sie schießen. Erstmal die Zeugen eliminieren und danach. Ja, wo, oh mein Gott, was ist das? Ach, jetzt habe ich einen Crime gemacht, ja. Ich wehre mich einfach nur. Ich habe. Oh, was fällt da hin? I'm on the fire! Ich habe mich einfach nur zu nah an die. Oh mein Gott, das sind so viele. Ich hab mich nur zu nah an die rangewagt und muss direkt raufgehen, ja. Sag mal, was, welches Edel-LS ist eigentlich gut? Weit genug weglaufen reicht eigentlich, ja. Ich konnte nicht noch weiter weg. Ich hoffe mal, mein Checkpoint ist, bevor ich mit, sie angestoßen habe, aus Versehen. Okay, ich bin im, wach wieder im Bett auf, das ist okay. Element-LS, Kajar. Kajar sind eigentlich die Element-Langschwerter, die man benutzt. Und dann halt das, was du brauchst. Kajar Ice oder Kajar Whatever ist das, was man da nimmt. Whoa, V! Get your beauty sleep! No, aber du kannst natürlich auch ein Langschwert benutzen mit von Staffy, ne? Die haben auch Element drauf, das kannst du auch noch ein bisschen hochpushen, wenn du das möchtest. Ja, das habe ich auch mit dem einen Bild gemacht, dass man einer Elemente-Conversion-Bild und so. Funktioniert, aber. Aber ja, ist nicht so das Beste. Das Beste sind eigentlich die Kajar-Waffen. Anstatt die Safi. Okay, jetzt gehen wir da nicht wieder jämmerlich drauf. Ah, Moment. Hier muss ich einmal gucken, ob hier noch was liegt. Einige Leute hier. Sag Basti. Was sagt er? Ja, und gerade als, genau, das wollte ich auch noch sagen, als Langschwert macht man eigentlich auch nicht pure Elementar-Builds, weil wir auch einen Raw-Damage-Scaling haben. Ja, das sind diese Aufladungen, das skaliert ja mit Raw-Damage, also erhöht dein Raw-Damage. Und deswegen macht man eigentlich, du nimmst einfach deinen stärksten Raw-Damage-Build so ungefähr und haust da einfach die Kajar-Waffe rein und fertig. Weil unsere, also Langschwerter haben auch meistens kein Critical Element drauf. Oder zumindest die Staffy waren das, glaube ich. Ich glaube, die Kajar haben es drauf. Und deswegen, ja, bei Staffy musst du dann irgendwie noch als Critical Element rankommen, weil ansonsten krittest du nicht mit Elementarschaden. Hey, guess what? I don't talk to strangers. Erstmal alles looten, ärgert mich jetzt, dass ich hier drauf gegangen bin. Ich meine, ich bin ja am Anfang. Eigentlich sollte ich noch nicht drauf gehen. Aber wie viele Leute auch auf einmal da waren, wo ich diesen einen Bullen dann getötet habe. A round or two? Just gave me a next gen ass whooping he did. Curious to see how he handles the likes of V. So how about it? Okay, danke. Hab schon gesehen, durch Hunter Pie gibt es zwei Timer. Rechter Trigger Y und rechter Trigger A. Der eine lädt ja die Leiste auf und der Helmbreaker habe ich noch nicht so verstanden. Ich weiß gerade nicht. Moment. How's it going? Den Bot anlabern. Fight's about to start. Not gonna watch? Take notes? Malone versus Hernandez? Nah. Our chrome friend here don't watch TV. Don't talk neither. Only way he communicates is with them fists. All right. What weapon? Understood. Got it. Sure. RTY und RTA. Ja, so, der RTY ist ja Helmbreaker. Und RTA ist Lai, dass du das Schwert reinsteckst. Ja. Where'd you get him, Fred? Off the street. Saw him looking up at me with big sad eyes.
So I took the poor pup in. Fed him, clothed him. Nah, for real. He's a military bot. Oh, Militärbot. Level, dass ich gegen ihn kämpfe, das kann er gerne haben. RTHY. Ja, RTHY ist Schwert reinstecken und dann mit die Y-Attacke, diese zwei schnellen Schläge nach vorne. Wenn du davon auch nur eine einzige triffst auf den Boss, auf das Monster, dann lädt sich deine deine Elan-Leiste, also dein oben links die Leiste lädt sich dann automatisch auf. Für eine gewisse Zeit. Tja, ja, ich glaube, wir kämpfen mal gegen den, ne? Kann ja nicht so schwer sein. Als ob ich hier drauf gehen würde. Oh shit! Holy fuck! Chill, Dude. Oh, pff. Er haut das mal. Na komm. Lululul. Okay. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt nicht gerade so gut gekämpft, aber der konnte wohl nicht so viel. You go in the ring yourself? Not anymore. Carl's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. There's ways of fixing that. Karenzikov should do the trick. Rather dish out my eddies for something else. It's time I started taking it easy. Das mit dem Handbreaker habe ich nicht verstanden. Der Handbreaker triggert auch einen Timer. Ja, weiß ich nicht, was für ein Timer das sein sollte. Oh! Der Handbreaker, also es gibt ja noch einen anderen Timer für deine Aufladung. So, du machst immer deine Aufladung hoch und dann geht der langsam runter. Das ist ja auch im Grunde ein Timer. Nach einer bestimmten Zeit verlierst du ja eine Aufladung, wenn du nichts damit machst. You mentioned something about fighting? I've seen you landing blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far, especially if you get chipped. These fights, let's just say they aren't legal, but very lucrative. Lucrative for who? You or me? Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent. You get the rest. Du willst hier meine Arbeit bereichern. Ich meine, das ist normal, ne? Das ist mein Manager. Good instinct. Fights happen in different parts of the city. You choose where you want to go, put down your eddies, and start swinging. You win, you take home the pot. Manage to drop every last one of them. You get a chance to fight in the grand finale. That all clear? Crystal. Good. Oh, except you won't be setting foot outside Owatsa. Not yet. You can start in Kabuki. I believe in you, V. Time to show this city what you're made of. Okay, cool. Right. Oh. Understood. Also, er hat dann irgendwelche Kämpfe für mich. What have you got for sale? Only top shelf gear. Muss einfach nur mal alle besiegen. Und dann kann ich am Ende einen großen Kampf mitmachen. Wie viel Geld habe ich denn? 890. Okay, Mili-Waffen brauchen wir nicht. Ist auch alles Mili-Waffen. Hier increases damage by 7, keine Ahnung, ob das viel ist. Aber Weapon Attack Speed oder increased crit damage. 10%. Das klingt eigentlich ganz gut. Crit Chance auch. Ich weiß zwar nicht, wann ich das einbauen kann, aber das ist schon okay. ADS Time Ranger. Okay. Oh, bei ihm könnte ich jetzt ja auch Sachen verkaufen. Ich sollte mal die Jacke anziehen. Gibt's eigentlich eine Inventarlimit hier? Ah ja, hier. 36 von 200. Ich hab noch mehr als genug Platz.
Welcome, welcome. Scuffed Keanu Reeves. Darf ich nicht mit dir? Okay, bitte nicht. Okay, ich dachte, ich habe ihn gerade schon getriggert. Let's have a look. Zu den Handbrake habe ich nicht verstanden, denn der Handbreaker triggert auch einen Timer, nur was kein Plan. Ja. Da meinte ich ja schon, dass das. Ich meine, vielleicht ist das die Aufladung, die automatisch runtergeht. Aber ansonsten ist der. Also es triggert ja nicht der Handbreaker, so deswegen kann es das eigentlich auch nicht sein. Also keine Ahnung, welcher Timer das sein soll. Okay, Craft-Materialien, kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Scope wäre gar nicht so schlecht. Zwei Jahre Scope nicht. Ich brauche einen Red Dot. Das ist eigentlich im Grunde ein Red Dot, aber das auch. Nein, das ist ein Holo. Aber das hier sieht mir mehr nach einem Red Dot aus als das hier. Wenn ich ja irgendein Visier habe, wo so ein dicker Rand dran ist, das kann ich nicht leiden. Ja, eine Teile mit Gips und du kannst deinen Körper kaufen. Ah, okay. Wollte sagen, du hast eine Taste unten rechts, wird dir angezeigt, wo du deinen Schrott verkaufen kannst. Sell Junk! Oh, nice. Gut, danke. Ah, haben wir wieder ein bisschen was dazu bekommen. Collect your gun from Wilson. Ach, ich soll hier meine Waffe abholen. Ich die, ach hier, da ist ein Ausrufezeichen dran. Received an iconic item. Aha. Ah, okay, also die Pistole kann ich jetzt die ganze Zeit upgraden. Thanks a lot. Ich wollte nicht in den. Oder ich wollte ins Inventar. Ah, guck mal, da sehe ich mich auch mal. Ohne komische, verbuggte Lichter. Naja, hier Upper Body 9,9, beide 9,9. Was sieht besser aus? Eigentlich. Okay, dann wird die Jacke. Eigentlich ist ohne Jacke besser, aber ich will natürlich auch ein bisschen Armor haben. Escape back. Head. Okay, haben wir nicht wirklich was. 3,9er Pants, 5,9er Pants. Ja, nicht so mein Favorit, aber passt schon. Ah, Sets. Es gibt auch so ganze Sets. Ist ja cool. 5,9 habe ich die equipped. Die 3,9 habe ich equipped. Okay. Ja. Das ist die ikonische Pistole. Die kann ich also immer weiter upgraden. Okay, verstehe. Hier noch eine zweite Waffe, zweite, dritte Waffe. Nehmen wir die Shoddy, ne? Stats, Cyberware, okay, Quick Access, das ist Heilung und Granaten. Tier Powerline, 2 Base Ramp, 4 Buffer Size, 2 Slots. Ach ja, das ist mein Hacking-Zeug, würde ich mal so behaupten. Und die Map, holy. Oh mein Gott. Wow, es sieht mir fast so aus, als wenn hier kein Anti-Lasing an wäre. Guckt euch das mal an.
glaube, ich sollte diese Waffe wegstecken. Oh, guck mal. Denken die jetzt gerade, ich habe geschossen? Ich habe gar nicht geschossen. Ich habe die Waffe weggesteckt, hat sie die Hände so komisch gehalten und ich habe Linksklick gemacht. Oh nein. Da kamen die Bullen gerade. Okay. Regina Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How did you find me? How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Die suchen mich da oben. Ich da bloß schnell weg. New message. Jones here, I've heard you're looking for Wickham Watson, just so happens. I'm one of its main employers. If you don't want to waste those talents of yours, check the gigs I sent you. Do good work and there's more that came from. I'll be in touch. Okay. So, we gonna talk about yesterday? It's all in the report. Oh, I read it. Except there's no mention of me telling you to Delta the fuck out of there. Yeah, no biggie. Not like that cyber psycho was a tank on two chrome legs. Okay. The fuck were you thinking? There's a reason Max Tack exists, you know. Civilians were in danger. What was I supposed to do? Just watch them get mowed down? Listen, you, me, and every fucking cop in this city might as well be a civilian next to Max Tack. The day they give us the gear they're packing, go right ahead. Be the hero. Save the fucking day. But until then, you keep your head down and listen to me. That understood? Okay. Meine Güte. Er wird ja direkt mad, wenn man ihm widerspricht. So ist Scanner Hassels, aber sie will pay you to help fight crime. Ach was, fix das dann. These intermediaries. We'll inform you about local gigs available. Gigs fixers will contact you when you approach a gigs location. Okay. Ah. Verkaufen. Okay, an sowas kann ich also Sachen verkaufen. Ist gerade in mich reingelaufen und war auf einmal weg. Was ist eigentlich dieser grüne Pfeil? Ich habe die ganze Zeit so einen grünen Pfeil auf dem Radar. Oh mein Gott, man kann ja so viel machen. Oh mein Gott. Woman of the hour. It took you long enough. Built up an appetite, just wait. Sit down, let me finish this. Then we can drop in on Signor Vector. Mentioned something about a surprise yesterday. Am I remembering right, or just had a brain fart? Probably both, because you usually forget shit. But it just so happens, I think I might have bagged us a sweet-ass J.O.B. Go on. I mean, maybe it's not as big as that, but just that he's fronted by a little-known someone named Dexter Deshawn. Only the top fixer in Night Fucking City. Fat ass black Jesus of the afterlife. 300 pounds of partly gold plated coup. Okay. How did you manage to pull this? Trade in your spleen or something? As far as I know, we're not the type to get fingered by Dex. You, me? Oh, but T-Buck. She's the one that hooked us up. Got us talking. Knew it was a done deal the moment he laid eyes on me. Come on, ain't nobody who can resist this. Am I right? Sure, Jack. Whatever you say. Dexter Deshawn. What's the latest spec on him? Know you got info to spill. He's been off the grid for about 2 years. Word on the street was took a little vacay. 2 years? That's exile, not a vacation. What the hell was he up to?
Guessing he shoved pizzas in his mouth while jerking off to hardcore virtues. Important thing is he's back. With a fresh group, found us. Okay. So what's the gig? We meant to come out in one piece? Well, our savior wants to tell you everything himself. Face to face. No pressure, but... what deal's riding on you now, chica? Why do I got it? You and T-Bug draw straws without me? T-Bug and Dex go way back, and my face is yesterday's news. Now Dex says he needs to check you, talk to you. Look, V, it's his job, his rules. I can't blame him for taking a personal approach. And it ain't as bad as you think, okay? Trust me. Guess I got no choice then. Dex is a real deal when it comes to fixers. Don't get me wrong. Don't got nothing against the Padre or Wakako, but Dex is a league of his own. You know what I'm saying? No, really. No. It's always the same story. You land on fresh turf, local fixer waves his dick around, but he's smiling. Saying you'll be up to your neck in gigs and eddies. Still, all you are is another name in their little black book. Nifty tool for getting them a fat slice of whatever half-baked shit pie their client put on the table. That's why I care. You crack jokes over drinks, but in the end, it's biz. Wir sind einfach nur Mitarbeiter für ihn. Hab dein Auto dabei. Meine ich doch, das ist mein Auto. Thanks, Jack. Much appreciated. Call you active, we could do you. Oh, we V drücken, okay. Some top-notch work Miguel did. Rides like it looks. Factory new. We'll see about that. So we rolling or what? Let's feel this factory new ride. Jetzt fahren wir zu Dex, oder? Oha, das low FPS gerade. Das sieht ein bisschen besser aus als unsere Schrottkarre da in der Wüste. Obwohl, die hatte aber auch was. Ripper Duck. Ripper Duck. Manchica, easy on the gas, eh? I just ate. I was supposed to stop by Vic's anyhow. I got a date. Me and Miss D. You don't say. She's so sweet. Really gets me, you know. Eigentlich fahre ich immer gerne First Person. Ich manchmal mit Third. Fühlt sich ein bisschen besser an. Yeah, this is it. Come on, V. Find me once Vic's done dusting your circuits. Ah, die recyceln ja auch eigentlich, ne? Oh, Chemical Waste, what? Okay. So ein Totenkopf dran. But you are not the masters of your memories! For your eyes do not belong to you, or rather... not only to you! Do you truly believe that those who have sold you your mechanical eyes have resisted the temptation to peek through them? Cameras are all around us, even within us. Your joys, your worries, your life. For them it is all mere spectacle. Implantate wegschmeißen und erblinden, genau. Let's just say you. So what? Should I just gouge out my optics? Nah, thanks but no thanks. You are beyond salvation. But not the children of the future. Life untainted by surgery of the sacrilege. We can yet save them. May the mothers shield their bodies. Also, verbesserte Augen, damit verbesserte Sicht und sowas. Ey, warum nicht immer her damit, ne? But who are those who follow our every step, you ask? Why, the titans of entertainment in Alpha Centauri. Alpha Centauri. In their wretchedness, they placate their weary and oppressed masses by putting our laughter, our tears, on full display! Get next to him. I'll snap his tip.
deal of you arresting him for revealing government secrets. Open your mind before it is too late. Ich mach mir so ein paar Bilder mit ihm. Jessica will like die when she sees this. Like, this is Max Nova. I just can't. Na, er ist schon fertig. Radio Let those with ears listen and those with eyes. Okay, sollen wir da weiter preachen? Geh mal hier rein. Hey, V. Das ist doch ein netter kleiner Laden. Dr. Vector will see you now. I'll sit tight over here. Me and Misty got a little catching up to do. You look pleased. Cause I am. Always. Makes for easier living. But we got a new job lined up. From a big hitter at the afterlife. Oh. Darf ich das nehmen oder ist das dann geklaut? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Radio waves, bear the... Okay, gehen wir mal weiter. Streich. Oh mein Gott, eine Katze! Feine Katze. Na, direkt nochmal. Oh, das schnurrt sie. We got a problem? Sorry, dass ich die Katze streichel. Okay, holt gleich die Knarre raus. Alles klar, ich geh weiter. Vicky, spry as ever. Okay, nur qualifizierte Spezialisten, die Rapper Dogs, können mir Implantate einpflanzen. Okay. Okay, cool. The old Ripper, good to see you. Good to see you too. Schraubt das mal in seiner Hand herum. What do I owe the pleasure today? Last gig, had to jack into a client's neuro socket. Think I might have gotten spiked. Experiencing migraines, nausea, hypersensitivity to bright lights. Oh, kit and caboodle. Ah, über. Ach, deswegen war vielleicht das Licht so verbuggt in dem Spiegel. Besides that, how are things? Met a new fixer. Gave me a job. Name's Dexter Deshawn. Known quantity from the afterlife. No denying you're moving up. But? Something you're not telling me, Vic? Keep your guard up, that's all. I've heard some things about Dex. He's not as chill as he makes himself out to be. Need some upgrade. New kit, but my tools, limit. Not toys, Vic. Time I bumped up my sights and got a grip. Really? Now? Finally? Vic, shit's getting real. Got a job from Dex Deshawn, hitting the major leagues. Need tech that can perform. The Dexter Deshawn? Well, that is something. But let me guess. Hasn't paid you yet. Oof. 21.000, Quit crying, ja. Vic. I'll bring you the Eddies later, with interest. You know I'm... Bezahle ich später. Bestimmt. Last time. You hear? Chair, please. Sit down and relax. Kuroshi Optics. Best I've got, and should be about right under the circumstances. Now, Jack. Ein Auge. Hey, what? Kuroshi, whoa! Vic, nothing tops that on the market. Sounds like it could come in handy then. Gave you my word I'd pay you back, but this. Kein Wunder, dass das so teuer war. Weil es irgendwie das Beste auf dem Markt ist. I'm just out to make sure you get back in one piece. Eddie's in hand. Okay. Immer rein damit. You peruse and choose while I scan. Let's see what's going on inside. Okay, semi-mechanics are mechanical replacements for the organic parts of your body that can give you superhuman-like abilities, which can prove. Improve your combat capability and help you survive in hazardous conditions.
Aber es ist manchmal noch gefährlich, sich das Zeug einzupflanzen, okay. Oh, Jesus. Also meinte auch, ne? Augen und Hände. Würde sie gerne haben. Hiroshi Optics. Hands your vision. Okay, Augen sind drin. Was können die Hände? Increases the chance to ricochet shots with power weapons. Ach was. Nice. Kann ich sehen, wie die Kugeln von der Wand abprallen? Oh Gott, man kann sogar sein Skelett upgraden. Immunsystem, Nervensystem. Und ich habe sogar Sachen dafür. Ah. Ah, ich könnte sie kaufen. Oh, das wäre was, wenn ich evade, dann wird die Zeit verlangsamt. Das ist zum Hacken gut. 10 Stamina, wenn man Gegner besiegt. Wenn die Leben runterfällt, dann macht man eine AOE. Elektroschock AOE. Okay. Oh mein Gott, das hier sind nur so die ersten Mods, wie viele es dann wohl später gibt und was für Kombos man da machen kann. Grants Immunity to Shock, klingt schon mal richtig gut. Armor bei 20. Gorilla Arms. Ah, hier haben wir die Blades, die man da in dem Bericht gesehen hat. Mantis Blades allow you to slice and dice your enemies. Okay. Warst du schon? Part 1, like I said, decent enough scanner. Displays data on your cornea. Cherry on the top's a built-in external lens disruptor. In layman's terms, any surveillance cam will capture your face as a blur. Just remember, your body will still show up as crystal clear. This should do the trick. Talks to Kiroshi Tech, too. I'm ready. Carve away. Excellent. Let's do this. Lay that Major League arm of yours right here. So, what's new in the life of Victor Vector? Yeah, if I'm being honest, not much. And that's fine with me. I used to live in a world where all that mattered was who's who, what's what, and how's why. And what happened? One day, I just dropped it and never looked back. I'll never be a legend in this town, but been sleeping nights ever since. Okay. Just like that. Thanks. Now, a bit of anesthetic and I can start cutting. Cutting? Feel anything? Really, Doc? Makes you sound like a dentist. Always going on and on. Ohne Witz, ne? Zahnärzte reden immer mit einem, wenn man da liegt. Shaky Ganic hand. Could slip. Lights out for a minute, all right? Oh Gott. Ich weiß ja nicht, so Arme oder sowas zu ersetzen, ist ja okay. Aber Augen? Puh, gruselig. Okay, let's test this. See the magic in action. Linking you in. Okay. You might feel a little discomfort at first. Blurred vision. Low contrast, glitches. Well, how's it look? Feel all right to you? Oh, this is fantastic, Vic. Oh, beautiful.
Scan people with your optical cyber can provide with a lot of useful information. Wie stark die sind, wenn deine Crew ist. Was sie so für Waffen benutzen. Und Quick Hacks gibt es auch noch. Okay. Es wird aber Doc und Watson, als sie die Veteranen aufhören zu checken. Okay. Scanner should eventually sync with your thought processes and read your intentions. I also injected an NCPD file search. Run into any ne'er-do-wells? You know exactly what they ne'er did well. As assigned to them is no way in where you can identify these in one presence with a scanner, since all wanted dead or alive, the methods you use to claim a reward are entirely up to you. Ah, okay. It ought to work like a charm. Now draw your weapon. You should see your ammo count in a brand new sight. How about the neurovirus from the last job? Can you check it? Done and gone while we were putting in your implant. And a full sweep on your softened circuits. Zap the critter. You're certified bug free. Nice. Shit. How can Virus mit in mir? I don't know what to say. Say you'll take this and remember the dosage. Two whiffs now and another two in an hour. What am I looking at? A mild stim. Should boost neurotransmission in the short term and muffle some of the side effects while the implant takes. Klingt gut. You're the best, Vic. I owe you. Go on, kid. Show them what you're made of. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Hier war doch eben irgendwas. Da. Looten wir erstmal hier sein Lager. So, danke fürs kostenlose Implantat. Ich nehme noch ein paar Sachen mit. Guard up, you idiot. Who's winning? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards. Now, every last fighter's got extra skull lining. Absorbs 75% of every blow. Got cash riding on this? Nah, just looking. It's out of habit more than anything else. Miss it, don't you? Ich will meine Schulden bezahlen. Ja, nee, jetzt noch nicht. Can't complain. Corporals learned to keep their distance, and Sokka's back hiring lone mercs. They all gotta have the newest, shiniest implants. Think you got Misty here to help. Handles your griping well. Yeah, renting out her shop's the best decision I ever made. Know what? Seems like you're the only person in Night City who's happy with his lot. You get to a certain age, you drop all your illusions. Life just gets easier from there. True. Ja, nee, Schulden kann ich nicht bezahlen. Also wieder zurück zu Jackie, der wahrscheinlich immer noch am Flirten ist. Na, Mieze. Herzchakra. I can release it for you, but you'd have to watch out for negative energy fields and avoid mean reds. V, yo, listen up. I talked to Dex while you were in with the doc. He's waiting in his ride for you. Ain't but a hop to where he's parked, next to Gramsci Burgers. Okay, do my best to talk us up. Jetzt treffen wir diesen Oberdealer. Okay.
psycho attacks in the city is on the rise. Now, that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an therapy is still better than a bullet. If I get a tip about a possible attack, I'll give you a call. Maybe you can investigate before MaxTac hits the scene. But remember, you're not there to execute anybody. Try to incapacitate the attacker, and I'll send someone to pick him up. I hope that's all clear. Hmm. With your tech tons, quick hacks, weapons. P weapons. Okay, also ich kann Leute auf verschiedene Art und Weisen betäuben. Oh wow. Netrunner, NCPD, Netrunner Charge Jump, Overheating, Overheating. Er ist ganz schön weak gegen alles Mögliche. Denk mal, das Feuer, Radioaktivität vielleicht. Und Elektro. Resistant. Ich glaube, er ist resistent gegen gehackt werden. Ja, mit dem lege ich mich erstmal noch nicht an. Gott, guck mal, wie klein die sind. Was, Kinder? Das sind Kinder. Okay. Das Auto ist erstmal am Schweben. Ich sehe gerade, da ist immer noch ein Ausrufezeichen hier in der Straße, wo ich da eben gerade war. Da kann ich bestimmt später auch nochmal. Oh, ein Bulle. Die kämpft ja wahrscheinlich gerade. Oh. Dann parken wir hier doch mal. Das sollte wahrscheinlich das Auto. Ich habe euch nicht erwischt, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. Alter Falter, wie viel der wohl wiegt, ne? Mit den ganzen, mit dem Arm. So, da hat bestimmt noch mehr Upgrades. Kann ich nicht auch jetzt scannen? Ja. Sagt nicht viel über ihn. Leute, dich in Erinnerung halten. Wow, das low FPS hier gerade. Das ist eine harte Prüfung. Miss V? It's first place or no place, Dex. Cost isn't a factor. Classic. I'd expect nothing less from eager supplement. Wo geht das gerade hart bei euch? Respect. Ja, wahrscheinlich, weil ich low FPS gerade hab. Alright, listen close. Und Moin Pain ist hart. Scanning a serious job now. Das Ding ist, bei mir ruckelt das nicht so sehr. Hier in-game. Also eigentlich ruckelt es gar nicht, nur ein bisschen low FPS. Ich verstehe auch nicht, warum das dann im Stream, dass das so hart laggt. Das letzte Mal war es auch nicht so, wo ich es gespielt habe. Also ein bisschen. Und da hatte ich null Probleme und jetzt auf einmal ist das so. Ich kann euch nicht sagen, warum. Could have had Jackie or T-Bug sitting here. Could have just done this on comms. Call me old fashioned, but I like to look anyone I do biz with in the eye. Had the pleasure of meeting the Jackster in the past. And sweet T-Bug helped this brother out 2 years ago. So here we are. Besides all that, got a special little pre-mission. Ist es denn die ganze Zeit so, dass es wieder am ruckeln ist? Let me hear it. What's the job? There's this prototype tech. A biochip to be precise. Job's to grab it. Simple. Hmm. Guessing it belongs to a corp? Mm-hmm. Arasaka. Surely that's no problem.
kann ich mich gleich erschießen. Corps don't deserve special treatment. Shit, you ain't playing around. Got a feeling this could be a start of a beautiful friendship built on heaps. Es liegt die ganze Zeit. You work this out. Sagst das nicht. Sag's mir das nicht. Also, seit du hier bist oder jetzt in dieser Fahrt oder ab und zu mal oder halt echt die ganze Zeit? Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parlay with one of the team. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing 2 weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see, convoy was carrying the Flathead, a little combat bot, a prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Cause if we don't get that bot, okay. We don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat-out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, because Brick was the leader. 3 days after we'd sealed our deal, his friend and gangmate, one Simon Randall, a.k.a. Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now, and I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shitstorm, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Royce guy. What's he like? A straight psychopath. Chrome-loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members, no matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. Yeah. Who's the prima donna? Corpo agent, internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course, to do so, you'll need that frazzled cat's info. Send it now. Client, what's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Vetting her wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right, and? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End the convo. Anyway. Our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know, who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person, and Jaggy's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Okay. Think I got everything. Time I got to work. Well, that's just music to my ears. I'll set up the meet with Miss Parker at Lizzie's bar. Flathead, though, is gonna be all you. One more thing, Miss V. Quiet life or blaze of glory? Hmm? Later now. Alright, it was a straight gravity, a straight bit, and then we have to so we'll open. Okay. Jaxter, talk to Dex. Yeah, Gordito's a big deal. Literally a dog, yeah. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clept it. Then Dex paid to take it off their hands just before the gang goons had a switch up in management. Right, heard about that. Royce versus Brick. Hostile takeover. Well, it sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deets of some Militech agent, too, but don't know how much help she stands to be. Shingon. Yeah, you don't sound thrilled.
Royce, what do you know about him? He's fucking whack, something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. Well. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo, chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. He must know what he's doing. So, how you wanna play this? Maelstrom or Parker? What's first? Der Klient hat treffen. Think I ought to see her first. See what she's like, what she's after. Morale. In that case, I'll hit the All Foods, put my nose to the ground, sniff around. Hasta luego. Zwischen 6 PM und 6 AM. Soll ich da mal vorbeischauen? Ja, Leute. Es ist irgendwie komisch, dass das bei euch die ganze Zeit am Ruckeln ist. Das Merkwürdige ist, also bei mir läuft das eigentlich recht gut. So, also ein bisschen schwammig, weil die FPS nicht ganz so hoch sind, aber es ist so, dass es gut laufen sollte. Und also es läuft für mich gut, fühlt sich gut an. Dass es bei euch ruckelt, keine Ahnung, warum das so ist. Und ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen und versuchen, das herauszufinden, woran das liegt. Und dann später weitermachen. Also entweder heute noch oder morgen. Nicht? Weil das will sich ja keiner anschauen, wenn das so am Ruckeln ist. Und das ärgert mich auch, dass das so ist, weil im OBS Streaming Software oder so, es wird nichts angezeigt, dass das irgendwie schlecht laufen würde. Und das wundert mich sehr. Dann schaue ich mir gleich mal nochmal das Video an. Und guck, was da los ist. Also Leute, dann schon mal danke fürs Zuschauen und vielleicht bis später oder morgen. Na, ich versuche das mal zu fixen. Bye bye.